Jo Leute, herzlich willkommen bei Colin und Dennis TV. Ihr seid bei einem Gaming Booster Test gelandet. Heute haben wir eine Sorte, wo ich richtig Bock drauf habe. Und zwar haben wir eine Portion hier von Loot, die Sorte Silverstorm. Der Geschmack ist weiße Erdbeere Ananas, was sich richtig krank anhört. Ich bin echt gespannt, wie das so schmeckt. Weiße Erdbeere habe ich noch nie gehört. Immer mal was Neues. Wir testen es aus mit euch. Bis gleich. So, wir sind zurück. Loot haben wir hier. Silverstorm, weiße Erdbeere, Ananas. Also, ihr könnt ja gleich mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr schon mal weiße Erdbeere gehört? Also ich muss ehrlich sagen, für mich war es bisher nicht so ein Ding. War sogar fast ein bisschen überrascht, wo ich das gelesen habe. Ja, gilt als ziemlich exotische Sorte bei Loot. Loot hat im Pulver irgendwie immer was, ich möchte nicht sagen komisch, das hört sich immer so negativ an, aber es ist immer ein sehr eigener Geruch. Also ich denke, eine Loot-Sorte würde ich immer überall rausschmecken und rausriechen können. Und das könnten wir mal einführen, hier so Barkeeper-Moves. Okay, das sollte gereicht haben. Oh, der Geruch ist stark nach Ananas. Da bin ich gespannt. Optik so mittelprächtig, ne? Gut, passend zur Packung. Silverstorm, das sieht fast ein bisschen Silber auch aus. Weiß, grau. Na, der Geschmack haut mich nicht so um. Hört sich auf jeden Fall besser an, wie es schmeckt. Du hast mehr nur süße Säure. Du kannst die Früchte hast du gar nicht so stark. Also Erdbeere. Gut, weiße Erdbeere ist wahrscheinlich sowieso noch mal ein bisschen was anderes. Aber man hat ja so eine Erwartungshaltung, wenn da weiße Erdbeere steht. Gut, vielleicht schmeckt sie genauso. Du hast diesen typischen Loot-Geschmack, der so ein bisschen reinbeißt. Ganz leicht vielleicht Ananas. Aber eigentlich ist es süß und sauer und richtig zuordnungsbar ist es nicht wirklich. So, der störende Nebengeschmack hält sich in Grenzen, aber auch da ist irgendwie sowas, das ist alles irgendwie hat so einen gleichen Unterton, der komisch ist irgendwie. Der einfach nicht so gefällig ist beim Trinken. Weiß ich auch nicht. Irgendwas haut da nicht hin, das müsst ihr unbedingt irgendwie überarbeiten. Ich meine, ihr habt wieder neue Sorten, da habe ich mich noch nicht so rangetraut, weil das eben noch so ein altes Probepack ist. Werde ich nicht mit warm, sage ich euch ganz ehrlich. Also, man erwartet doch was, wenn man Ananas liest, wenn man Erdbeere liest, weiße Erdbeere, was auch immer, dann erwartest du doch irgendwas Cooles, Fruchtiges. Das hast du ja leider nicht. Kommen wir mal zu einer Bewertung. 1 bis 10, 1 ist schlecht, 10 ist super. Ja, weiß ich auch nicht. Eine 4, vielleicht eine 5, irgendwo so dazwischen. Sagen wir 4 für Loot, Silverstorm. Nicht mein Fall, leider, holt mich nicht so ab. Vielleicht gibt es Leute, wenn euch das schmeckt, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr richtige Loot-Fans seid. Würde mich auch mal interessieren, was eure Lieblingssorte ist. Wir haben eine Playlist zu Loot. Ein paar Sorten sind dabei, die auch ganz gut abschneiden, aber irgendwie, weiß ich auch nicht meine Marke, glaube ich. Aber das kann jeder für sich selbst entscheiden. Es ist natürlich cool, was ich immer ganz gut finde, dass die eben solche Portionsbeutel auch haben, ne? Weil du da ja relativ gefahrlos erstmal ausprobieren kannst, was dir schmeckt, ob dir was schmeckt. Das ist ganz cool. Dafür einen Daumen nach oben. Loot hat jetzt auch so eine neue Serie koffeinfreie Varianten. Auch Hydro oder so heißt es, glaube ich. Falls ihr das sehen wollt, schreibt mal in die Kommentare, dann besorgen wir uns das. So ohne Koffein finde ich dann immer dann doch nochmal ganz interessant. Und vor allem ist es jetzt ein relativ frisches Produkt. Vielleicht ist da ja auch die Geschmackskomposition ein bisschen feiner und wurde ein bisschen mehr, ja, weiß ich auch nicht, Sorgfalt reingesteckt. Okay, Leute. Falls ihr mehr Bock auf solche Videos habt, falls ihr mehr von uns sehen wollt, einfach mal hier liken, kommentieren, abonnieren, die Glocke aktivieren und bis dahin jede Menge Loot inhalieren, wenn ihr es denn wollt. Bis dann.